Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen virtuell hier in der Österreichischen Nationalbank. Ich begrüße die Kolleginnen und Kollegen, die also per WebEx seitens der Medien zugeschaltet sind. Ich begrüße also die Zuschauer, die uns also live im Internet via Livestream mitverfolgen. Und ich begrüße hier das Direktorium, also der Österreichischen Nationalbank. Wir präsentieren Ihnen heute das Geschäftsergebnis 2020 der Österreichischen Nationalbank, den Geschäftsbericht und den Nachhaltigkeitsbericht über ein außerordentliches Jahr, über ein sehr schwieriges Jahr 2020, das also auch für die Österreichische Nationalbank außerordentliche Herausforderungen gebracht hat. Wir, das sind Herr Gouverneur Holzmann, Herr Vizegouverneur Haber und die beiden Mitglieder des Direktoriums, Herr Dr. Schock und Herr Dr. Steiner. Wir beginnen mit den Präsentationen und im Anschluss stehen wir natürlich für Fragen zur Verfügung. Und bevor wir dann in diese Fragerunde einsteigen, werde ich Ihnen dann also ein paar Technicalities erklären. Aber wir sind mittlerweile seit einem Jahr in diesem virtuellen Format und wahrscheinlich wissen die meisten schon, wie es funktioniert. Auch das Handheben funktioniert mit einem kleinen Händchen. Wir beginnen mit den Präsentationen und Herr Holzmann, Herr Gouverneur, bitte. Meine Damen und Herren, es war wie gesagt ein herausforderndes Jahr, das wir aber, glaube ich, mit Erfolg gemeistert haben. Nächste Slide bitte. Diese Slide liefert Folie bitte. Funktioniert nicht. Danke für. Ja, fast. Ja, danke. Zurück einmal. Danke. Diese Folie ist eine Zusammenfassung von dem, wie wir die Herausforderungen bewältigen konnten. Im Rahmen der Geldpolitik war es möglich, im Rahmen der EZB den stärksten Konjunktureinbruch in der Zweiten Republik durch sehr umfangreiche Maßnahmen, auf die wir noch zu sprechen kommen, zu meistern und damit ein stabilisierender Faktor zu sein. Ein zweiter Punkt im Bereich der Bankaufsicht war die Sicherung der Finanzmarktstabilität unser Ziel und es ist, glaube ich, gelungen. Bargeldversorgung, ein wichtiger Bereich, war zu jedem Zeitpunkt in Österreich sichergestellt, ebenso wie die hohe Liquidität und Sicherheit unter Anlagen, um bei Bedarf verwendet zu werden. Auch in der Kommunikation haben wir versucht, so zeitnah wie rasch und wie möglich hier Entscheidungsträgern Informationen zu geben. Der wöchentliche BIP-Indikator ist Ihnen vielleicht schon bekannt. Und last but not least, alle Kernaufgaben der Bank konnten durch das Engagement aller Mitarbeiter gesichert werden. Bitte jetzt vorgehen. Und jetzt kommen wir zu diesen Teilen zur Geldpolitik. Und hier hat sich gezeigt, dass die Gesundheitspolitik ist Wirtschaftspolitik. Das zeigte sich, dass im Zusammenhang mit den unterschiedlichsten Maßnahmen zur Stringenz, zum Lockdown, die stattgefunden haben, die Mobilität immer im Parallelen dazu eingeschränkt wurde. Und das ist auch ein Grund dafür, warum die Wirtschaftsentwicklung sich im Jahre 2020 ein bisschen nach oben, nach unten abgespielt hatte. Nach einem starken Einbruch im zweiten Quartal ist es im dritten Quartal wieder hochgegangen und Österreich war in den ersten drei Quartalen im Durchschnitt, der Euro-Durchschnitt vertreten. Im vierten Quartal haben wir leider aufgrund unserer starken Außentourismusverpflichtung hier einen stärkeren Einbruch gehabt. Nächste Slide bitte. Dieser Slide zeigt Ihnen die Inflationsentwicklung in Österreich, der harmonisierte Verbraucherpreisindex, der im Jahresdurchschnitt 1,4% aufwies, ein Rückgang gegenüber dem Durchschnitt. Aber wie er zeigt, was es hier eine kleine Jojo-Fahrt, die vor allem, wenn Sie den unteren Bereich von der Grafik sehen, ist das der Grüne, ist das die veränderten Energiepreise über den Vorjahr, die in einem hohen Maße darauf zurückzuführen sind. Aber auch die anderen Preise haben größere Bewegungen aufgewiesen, wobei in Zeiten einer Epidemie, in Zeiten des Schließens von vielen Verkaufsstellen es schwierig ist, die Preise zu erfassen, was bedeutet, dass bis zu 31% der Preise des Warenkorbs fortgeschrieben werden mussten und nicht erhoben werden konnten. Nächste Slide, bitte.
Dieses Leiter soll Ihnen zeigen, die Wirtschaftsentwicklung im Vergleich zum Vorjahr und in einer wöchentlichen Weise. Dieser wöchentliche Konjunkturindikator, auf den wir sehr stolz sind, wurde sehr schnell vom Team während der Epidemie geboren und erlaubt es, sehr zeitnah festzustellen, wo wir in unserer Wirtschaftsentwicklung liegen und wie viel des Rückgangs worauf zurückzuführen ist. Wenn wir den Bereich Mitte März 2020 bis Mitte März 2021 haben, ergibt sich daraus ein BIP-Rückgang im Durchschnitt von 8,5%. Akkumuliert sind das 40 Milliarden Euro. Wenn man sich die Verteilung der einzelnen Sektoren ansieht, so sieht man, dass die Verteilung nicht über alle Sektoren ist, dass die exportorientierte Industrie sich sehr, sehr gut geschlagen hat, ja zum Teil das Vorjahr überstiegen hat, wogegen im Dienstleistungssektor die Veränderungen, den Beitrag oder die Kürzungen davon bestimmt waren, wie die Öffnungsschritte stattgefunden haben oder zurückgenommen wurden. Nächstes Slide bitte. Daraus ergibt sich eine sehr große Herausforderung, um die wirtschaftliche Entwicklung vorauszusagen, zu prognostizieren. Aus diesem Grunde wurden besonders in diesem Jahr und auch für 2021 und Folge sehr viel Wert darauf gelegt, das Gesamte in Szenarien zu machen. Es gibt die Prognose, die mittlere Variante, aber auch daneben eine starke Variante und eine milde Variante. Und was sich zeigt, der rote Bereich, ist die Neuberechnung von Mitte Februar dieses Jahres. Und das blaue war die Prognose für das aus dem Dezember 2020. Und was wir daraus sehr stark sehen, ist, dass für 2021 im Februar jetzt ein größerer Einbruch vorgesehen ist, aber angenommen wird, dass die ursprüngliche Wachstumspfad wieder Mitte des Jahres erreicht wird. Wenn der Lockdown etwas länger anhält, so unterstellt diese Prognose, dass selbst im starken Falle es zwar etwas längeren Wachstumseinbruch gibt, danach aber der alte Wachstumspfad erreicht wird. Das heißt, der Aufschwung kommt. Das ist eine der großen Voraussagen, die wir uns erlauben zu machen. Nächstes Slide bitte. Das ist eine zweite Innovation, die Mitarbeiter der ÖNB gemacht haben, um uns zu erlauben, die Politikmaßnahmen besser einschätzen zu können und für die Prognose zu nutzen, ist die Frage, wie die Hilfsmaßnahmen die Unternehmensinsolvenzen beeinflusst haben. Und hier zeigt die Grafik, dass es dem Modell sehr, sehr gut gelungen ist, die Reduktion der Insolvenzquote, die typischerweise bei 0,9% im Jahr liegt, und das war 2019 auch der Fall, auf 0,5% im Jahre 2020 zu reduzieren. Ohne diese Hilfsmaßnahme wäre die Insolvenz 2020 auf 4% gestiegen. Das ist in der Grafik der linke Bereich und die braune Kurve dabei. Danach zeigt für das Jahr 2021 und 2022, dass es diesen unterschiedlichen Maßnahmen gelungen ist, die Kurve flacher zu halten, aber mit dem Auslaufen von Maßnahmen, beginnend mit März, aber dann auch wieder Mitte Sommer, die Insolvenzquote ansteigt, aber abgeflacht und flacher, als es sonst gewesen wäre. Nächstes Slide bitte. Dieses Slide zeigt, wie sich der Konsolidierungsbedarf des Budgets ergibt. Die Daten für 2021 sind etwas veraltet, konnte nicht ganz à jour gebracht werden, aber die Entwicklung ist leicht verschlechtert, aber ähnlich. Was sich zeigt, dass der Konsolidierungsbedarf
für Österreich gegeben ist, aber nicht so groß, weil vor 2020, 2019 und davor das Budget in einem hohen Maße konsolidiert war und bei den Prognosen der wirtschaftlichen Entwicklung als auch der wahrscheinlichen Budgetausgaben es möglich sein wird, bereits 2023 schon weit unter die 3% wieder zu kommen. Der Grund ist, dass viele dieser Maßnahmen temporär sind und keine längerfristigen Verpflichtungen eingehen. Und damit komme ich mit der nächsten Slide bitte zu den geldpolitischen Beschlüssen und welche Effekte sie auf die einzelnen geldpolitischen Instrumente hatte. Es waren eine Fülle von Maßnahmen, die gemacht wurden, von der Weiterführung des Kaufprogramms APB bis zur Einführung eines sehr großen Wertpapierkaufprogramms, das flexibel gehandhabt wurde, das PEP, Pandemic Emergency Purchase Program, zur Einführung eines Programms der Subventionierung von Krediten, insbesondere für Klein- und Mittelbetriebe, aber nicht nur, bis zur verbesserten Einbringung von notenbankfähigen Sicherheiten, um hier sicherzustellen, dass sie auch während der Krise verwendet werden können, auch bis zum Austausch von und Gewährung von Swaps und Repo-Leihen für Zentralbanken außerhalb des Euroraums. Allein der Leitzins blieb 2020 nicht verändert. Und nächster Slide, please. Was Sie hier sehen, sind die Effekte dieser Maßnahmen in Zahlen ausgedrückt. Die linke Grafik zeigt Ihnen das hohe Maß, in dem dieses zielorientierte Kreditprogramm über die Banken gewirkt haben. Und Sie zeigen einen Anstieg fast auf 1.800 Milliarden Euro, die hier zur Verfügung gestellt wurden im Jahre 2020. Die mittlere Grafik zeigt das Aufkaufprogramm der Wertpapiere und man sieht, wie hier 2020 hier noch einmal ein Schub dazu kam. Und die rechte Grafik zeigt zwei Dinge. Auf der einen Seite, dass der Rückgang der kurz- und langfristigen Realzinsen in Österreich schon seit Langem anhält und weiter zurückgeht, bevor hier die Maßnahmen ab der Jahre 2000 gesetzt wurden, dass aber sicherlich die geldpolitischen Maßnahmen dazu beigetragen haben, die Realzinsen, kurz- und langfristigen Realzinsen, in den negativen Bereich zu bewegen. Nächste Slide, bitte. Danke. Und das ist, wenn man so will, hinzupassend zu einem Jahresbericht, der auch das Budget der G&V und die Bilanz darstellt, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist zu verstehen. Was hier dargestellt ist, unten in der blauen Kurve, die Abführung der ÖNB an den Staat, der alljährlich stattfindet, die eine Reihe von Dingen umfasst, also nicht nur Dividenden, sondern auch die Gewinnbeteiligung und auch die Steuern. Und wie Sie sehen, ist dieser Rückgang im Prozent des BIPs schon lange anhaltend und in diesem Jahr nur knapp positiv geworden. Im oberen Bereich, diese orange Kurve, das ist der Rückgang der Zinsausgaben des Staates, des Bundes in diesem Falle, die stattfindet von 3,5 auf knapp von 1,5 herunter. Und die gelbe Kurve, das ist ab 2012, ab dem Beginn dieser unkonventionellen Geldpolitik, wie hätte sich die Zinsausgabenkurve im Prozent des BIP entwickelt, wäre die alte Geldpolitik fortgeführt worden. Und was man dabei sieht, die gelbe Kurve wäre leicht runtergegangen und angestiegen. Die Differenz sind Zinsersparnisse, die stattfinden. Die grünen Balken sind die Zinsersparnisse pro Jahr und die betragen im Jahre 2021 7,3 Milliarden Euro. Das heißt, allein im Jahr 2021 erspart sich der Finanzminister 7,3 Milliarden Euro an Zinsausgaben durch die Geldpolitik. Akkumuliert seit 2012 sind es 26,3 Milliarden. Das bedeutet, dass dieser Rückgang, der in der Geldüberweisung stattfindet, sehr, sehr klein ist gegenüber den Ersparnissen, die die Geldpolitik dem Staat gebracht hat.
Und damit darf ich meinen Teil beenden und an den Herrn Vizegouverneur Habe übergeben. Gottfried, bitte. Danke sehr. Ich darf Sie auch recht herzlich begrüßen und freue mich, dass Sie virtuell zumindest bei uns sein können und darf Ihnen über die Finanzmarktstabilität berichten, was sich im letzten Jahr getan hat. Das ist ja auch eine Kernaufgabe der Österreichischen Nationalbank, sicherzustellen, dass Finanzmarktstabilität gewährleistet ist. Wir haben das schon während der Pandemie auch da und dort berichten dürfen. Diesmal ist ja im Vergleich zur Situation von vor über 10 Jahren der Finanzsektor keine Ursache und keine Quelle von Schwierigkeiten in der Volkswirtschaft, sondern umgekehrt. Es ist ein Sektor, der ganz wesentlich dazu beigetragen hat und auch beiträgt, um die Pandemie ökonomisch bewältigen zu können. Sie sehen hier auf dieser ersten Folie die entsprechenden Ergebnisse der österreichischen Kreditinstitute. In Blau sehen Sie das Jahr 2019, in Rot das Jahr 2020, jeweils die ersten 3 Quartale. Links die konsolidierten Gewinne. Sie sehen, dass im Vergleich zu 2019, wo auch die Konjunktur sich ja auch noch entsprechend besser entwickelt hatte, aber auch die Pandemie kein Thema war, hier die Ertrags- und Gewinnsituation deutlich besser war. Es kam dann insbesondere im ersten und zweiten Quartal zu entsprechenden Einbrüchen. Im dritten Quartal sehen Sie, dass die Situation sich wieder etwas mehr an das Jahr 2019 angepasst hat. In Summe sehen wir, dass die Periodenergebnisse zurückgegangen sind. Woran liegt das? Das sehen Sie auf der rechten Folie, also auf der rechten Grafik in der Folie. Hier sehen Sie die Risikovorsorgen. Und die Kreditinstitute haben insbesondere im ersten und zweiten Quartal, aber dann auch im dritten Quartal fortgesetzt, mit einer Spitze im zweiten Quartal, die Risikovorsorgen entsprechend erhöht, um hier die Kreditqualitäten, die aufgrund der Pandemie auch unter Druck geraten und unter Druck geraten werden, auch weiterhin entsprechend zu kompensieren. Man darf also die Verbesserung des Ergebnisses im dritten Quartal nicht überbewerten. Gerade auf den Finanzmärkten stehen die entsprechenden Verschlechterungen der Kreditqualitäten auch noch in gewisser Weise vor uns fürs Jahr 2021, fürs Jahr 2022. Schauen wir uns auf der nächsten Folie an, wie hier die Kapitalisierung aussieht und die Profitabilität im internationalen Vergleich. Die rote Kurve auf der linken Seite zeigt die Profitabilität der österreichischen Banken, die blaue Kurve den EU-Durchschnitt. Sie sehen, die österreichischen Kreditinstitute haben erstens einen starken Gewinnrückgang zu verzeichnen, sie liegen aber über dem EU-Schnitt. Die rechte Grafik zeigt Ihnen, dass die Kapitalisierung der Institute mit rund 15% harte Kernkapitalquote ganz knapp über dem bzw. nahe bei dem EU-Durchschnitt liegt. Wenn Sie sich auf der linken Seite die aktuelle Profitabilität anschauen, dann sehen Sie hier auch mit 0,3% ROA sind die Banken zwar über dem EU-Schnitt, aber wir sehen, dass nach wie vor auch entsprechende Kostenbelastungen die Ergebnisse auch hier weiter belasten. Damit gesagt haben, dass die Kreditinstitute einen wichtigen Beitrag, einen erfolgreichen Beitrag zur realwirtschaftlichen Stabilisierung über Kreditvergaben beigetragen haben. Da gab es mehrere Instrumente. Sehr wesentlich waren die staatlich garantierten Finanzierungen, die dazu geführt haben, dass die Kreditwirtschaft trotz Pandemie, trotz ökonomischer Krise hier eine sehr hohe Kreditvergabe aufrechterhalten konnte. Der zweite wichtige Bereich waren und sind Stundungen und sowohl Kreditmoratorien als auch also Kreditmoratorien auf gesetzlicher Basis als auch auf privater Basis. Sie sehen hier den Verlauf und wie zu erwarten hat am Anfang der Pandemie der Schwerpunkt darin bestanden, dass man hier Liquidität benötigt hat. Daher sehen Sie auch im Juni den Spitzenwert von 30,6 Milliarden Euro an Stundungen, sowohl gesetzlich als auch freiwillig. Und dieser Wert ist permanent zurückgegangen. Mit Februar liegen wir bei in Summe 8,4 Milliarden Euro. Für private Haushalte sind das 3,3 Milliarden Euro, für nicht finanzielle, also wenn Sie so wollen, normale Unternehmen, 5,1 Milliarden Euro. Das heißt, die Bedeutung dieser Stundungen ist deutlich zurückgegangen. Wir erwarten auch, dass die Bedeutung hier weiterhin absinken wirkt.
wird. Und damit möchte ich Ihnen die wichtigsten Eckpfeiler der Bankenregulierung auch noch kurz mitgeben. Es gab einerseits hier Empfehlungen zur vorübergehenden Aussetzung bzw. Beschränkung von Dividendenausschüttungen, aber auch Anteilsrückkäufen und ähnlichen Instrumenten, um eben hier vorsorglich sicherzustellen, dass die Kapitalisierung der Institute auch in unsicheren Zeiten auf einem hohen Niveau gegeben ist. Die Banken waren ja auch in den letzten 10 Jahren hier erfolgreich und wir waren mit der Regulierung auch erfolgreich, Kapitalaufbau voranzutreiben. Der hat sich in etwa, was die Kapitalquoten betrifft, verdoppelt in den letzten 10 Jahren und damit war die Resilienz für die Krise sehr gut und die Voraussetzungen sehr gut. Es gab dann auch vorübergehende Erleichterungen, und zwar bei Kapital, bei Liquiditätsanforderungen. Es gab hier bei den Eigenkapitalausstattungen entsprechende Anpassungen, auch im aufsichtlichen Regelwerk. Es gab auch Anpassungen für die gesetzlichen und privaten Moratorien, um die Realwirtschaft hier zu unterstützen. Es gab auch operative Erleichterungen im Bereich von aufsichtlichen Überprüfungsprozessen, wo Stresstests EU-weit zum Beispiel verschoben wurden, weil man in einer unsicheren Situation es hier wenig Sinn macht, noch hypothetische Stresstests zu machen. Hier viel wichtiger ist, die aktuelle Situation genau zu monitoren. Das war auch die zweite Säule, die wir als ÖNB hier verfolgt haben, parallel zu den Erleichterungen auch sicherzustellen, dass Datengrundlagen entsprechend vorhanden sind, entsprechend erhoben werden und die Situation sehr engmaschig beobachtet und auch gesteuert werden kann. Es gab dann Weiterentwicklungen, wie man das auch sinnvollerweise in der Krise macht, zum Thema Sustainable Finance, im Bereich Digitalisierung, im Bereich der Kapitalmarktunion. Und ein Thema, das jetzt wieder auch medial diskutiert wurde, aber immer noch einer Lösung harrt, ist die europäische Einlagensicherung, wo jetzt auf europäischer Ebene weiter Diskussionen zu dieser dritten Säule der Bankenunion stattfinden. Damit darf ich die Ausführungen zur Finanzmarktstabilität vorerst beenden und darf dann weitergeben an den Kollegen Direktor Schock. Ja, danke schön, Herr Vizegouverneur, lieber Gottfried, für deine Ausführungen. Und ich darf Sie auch ganz herzlich bei unserer Pressekonferenz begrüßen. Ich werde mich in meinem Teil natürlich dem Bargeld widmen, für das ich ja auch in meinem Ressort zuständig bin. Zum einen werde ich mich dem erfolgreichen Bargeldmanagement in der Corona-Krise widmen und im zweiten Teil dann noch ein paar Fragen zur Zukunft des Bargelds im Euroraum. Aber lassen Sie mich gleich mit der Corona-Krise beginnen. Rückblickend auf diese kritischen Wochen am Beginn der Pandemie im März, April des Vorjahres können wir heute analysieren, dass wir diese Krise eigentlich sehr erfolgreich gemeistert haben. Die Gründe dafür liegen in einer sehr guten Vorbereitung als kritische Infrastruktur auf solche Situationen. Und wir mussten dann die bereits vorhandenen Pläne lediglich eben an die spezielle Corona-Pandemie anpassen. So haben wir zum Beispiel folgende Maßnahmen realisiert: die Einführung strenger Hygieneregeln, die Einführung eines zeitlichen und räumlichen Splittings unserer Teams, dann die Intensivierung der guten Zusammenarbeit mit der Polizei, zum Beispiel bei der Polizeibegleitung unserer Geldtransporte. Auch die gute Abstimmung zwischen der Geldservice Austria, zwischen den Geschäftsbanken und den Wertetransportern und schließlich auch die Anwendung größtmöglicher Arbeitszeitflexibilität, etwa indem wir auch am Wochenende alle Bankomaten in Österreich befüllt haben. Und an dieser Stelle möchte ich mich daher noch einmal bei allen Kolleginnen und Kollegen im Haus, aber auch bei unseren Partnern herzlich dafür bedanken. Wir haben diese kritische Situation rückblickend gemeinsam wirklich sehr gut gemeistert.
Und wie groß die Herausforderung war, das zeigt besonders eine Zahl. An diesem berühmten 17. März des Vorjahres haben wir an einem Tag 1,2 Milliarden Euro ausgeliefert an Bankfilialen und an die Bankomaten. Und wir konnten damit die Nachfrage aller Österreicherinnen und Österreicher, aber natürlich auch unserer Unternehmen, zur Gänze sicherstellen. Und in dieser Folie sehen Sie jetzt sehr schön, wie sich das als dramatische Spitze eigentlich ganz links hier darstellt. Und konkret hat sich die Situation damals so entwickelt, dass wir das Doppelte bis das Vierfache der sonst üblichen Bargeldmengen in dieser einzigen Woche ausgeliefert haben. Diese Spitze war sogar mehr als das Vierfache und diese Spitze war damals sogar höher als in der Lehman Crisis im Jahr 2008. Und wir schätzen, dass in dieser Zeit die Österreicherinnen und Österreicher 2,5 Milliarden Euro privat gehortet haben. Und erkennbar ist an dieser Grafik, glaube ich, aber auch sehr schön, dass sich die Situation, nachdem zuerst eine allgemeine große Verunsicherung war, sehr rasch dann wieder beruhigt und die Nachfrage sich normalisiert hat. Und offenkundig hat die Öffentlichkeit damals eben erkannt, dass die ÖNB die Bargeldversorgung auch in der Krise jederzeit sicherstellen kann. Und wir haben damals sehr viel zur Beruhigung der Menschen beigetragen. Und die ÖNB war damals ein wirklich stabilisierender Faktor in der Corona-Krise. Auch das zweite Thema, das ich heute noch kurz behandeln möchte, hat natürlich mit dem Bargeld zu tun, konkret mit der Zukunft des Bargelds im Euroraum. Denn gerade die Corona-Krise hat uns ja eben deutlich vor Augen geführt, wie wichtig das Bargeld nach wie vor für die Bevölkerung in Österreich ist. Und das uneingeschränkte, jederzeitige Vorhandensein von Bargeld gibt den Menschen eben große Sicherheit in einer Krise. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir allen Ideen zur Reduktion des Bargeldes ablehnend gegenüberstehen. Die ÖNB bekennt sich zum Bargeld und das Bargeld ist sicher weiterhin ein zentraler und auch unerlässlicher Bestandteil unseres Zahlungsverkehrs. Und es erfreut sich ja breitester Zustimmung nach wie vor. 63% der Bevölkerung haben im Jahr 2020, und das ist eine ganz aktuelle IFES-Umfrage, 63% der Bevölkerung hat gemeint, dass für sie das Bargeld eigentlich das optimale Zahlungsmittel ist. Darüber hinaus ist Bargeld auch ein Wertaufbewahrungsmittel. Die Österreicher halten derzeit geschätzt etwa 12 Milliarden privat bei sich zu Hause. Ein weiteres Argument, unser Bargeld ist sehr, sehr fälschungssicher. Die hohen Sicherheitsstandards unserer Euro-Banknoten führen dazu, dass es viel weniger Betrug als im unbaren Zahlungsverkehr gibt. So betrug etwa im Vorjahr der Schaden durch gefälschte Banknoten 320.000 Euro, wohingegen sich der Schaden im unbaren Bereich auf ein Vielfaches belief. Allein im Kartenbereich betrug der Schaden durch Betrug 19 Millionen Euro, also 300.000 Euro Schaden im Bargeldbereich gegen 19 Millionen Euro Schaden durch Betrug allein im Kartenbereich. Und das ist daher das 60-fache gegenüber dem Schaden beim Bargeld. Und all das sind eben sehr gewichtige Argumente, warum wir uns weiterhin so stark für das Bargeld engagieren wollen. Und da gibt es konkret zwei aktuelle Handlungsfelder. Das eine ist die Diskussion rund um die Zukunft der 1- und 2-Cent-Münzen und andererseits die Überlegung, ein Limit, eine Obergrenze für das Bezahlen mit Bargeld einzuführen.
Bei der Frage um die Zukunft der 1-2-Cent-Münzen haben wir eine ganz klare Haltung. Wir sind für die Beibehaltung dieser kleinen Münzen, weil sie von den Menschen eben auch stark nach wie vor nachgefragt werden. Und hinsichtlich eines Limits für Barzahlungen, und da ist ja in Europa eine Grenze von 10.000 Euro etwa in Diskussion, haben wir auch eine ganz klare Haltung. Wir lehnen eine solche Obergrenze, ein solches Limit für Bargeldzahlungen aus. Wir haben in all diesen Fragen eine klare Haltung. Wir sprechen uns gegen alle Einschränkungen im Bereich des Bargeldes aus. Weil wir das hohe Vertrauen der Menschen in das Bargeld eben weiter aufrechterhalten wollen, werden wir auch in Zukunft immer wieder darauf hinweisen, dass das Bargeld ein wichtiges und unerlässliches Zahlungsmittel in Österreich und auch im Euroraum ist. Damit habe ich meine Ausführungen schon beendet zum Bargeldmanagement in der Corona-Krise und auch ein paar Ausblicke zur Zukunft des Bargelds und darf das Wort gleich an meinen Kollegen Direktor Steiner weitergeben. Lieber Thomas. Vielen Dank, lieber Direktor Dr. Dr. Schock. Ich freue mich jetzt, Ihnen zum eigentlichen Anlass dieser Pressekonferenz, nämlich zum Jahresabschluss, einige Informationen, einige Zahlen zur Verfügung zu stellen. Zuallererst sticht ins Auge die stark gewachsene Bilanzsumme, die um 74 Milliarden Euro zugenommen hat auf den historischen Rekordwert von 228,4 Milliarden Euro. Im Wesentlichen lässt sich diese Zunahme in der Bilanzsumme auf eine starke Ausweitung der Geldpolitik zurückführen, hier insbesondere auf die Refinanzierungsgeschäfte, die um 50 Milliarden in etwa zugenommen haben und die Ankaufsprogramme, also wo die ÖNB Wertpapiere gekauft hat, in der Höhe von ungefähr 25 Milliarden. Die Goldbestände in Höhe von 280 Tonnen Gold sind unverändert, jedoch der Wert des Goldes hat aufgrund des höheren Goldpreises um 1,7 Milliarden Euro zugenommen. Auf der Passivseite ist auch natürlich die Geldpolitik sichtbar. Sie sehen es hier bei den Einlagen von mindestreservenpflichtigen Instituten. Dort ist der Wert auf 110 Milliarden Euro in Summe in der Bilanz angestiegen. Wenn wir nun auf die geldpolitischen Operationen näher eingehen und auf diesen Punkt stärker fokussieren, so finden wir in der ersten Grafik links die Hauptrefinanzierungsgeschäfte und die längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte. Und hier ist es so, dass vor allem die TLTRO 3, also die dritte Generation der zielgerichteten längerfristigen Refinanzierungsoperationen, um 64 Milliarden Euro zugenommen haben. Die zweite Generation ist ausgelaufen und daher hat diese Bilanzposition von 17,4 auf 67,2 Milliarden Euro zugenommen. Bei der mittleren Grafik auf der Aktivseite, bei den Wertpapieren, die gekauft wurden, wurde, wie schon zuvor vom Gouverneur ausgeführt, das PSPP weiter fortgesetzt und neu hinzugekommen ist insbesondere das Krisenprogramm PEPP. Inzwischen hält die Bank 65,5 mit Stichtag 31.12.2020 65,5 Milliarden Euro. Das ist in etwa von österreichischen Staatsanleihen, das ist in etwa ein Drittel der ausstehenden österreichischen Staatsanleihen. Und wie schon erwähnt, ganz rechts in der Grafik sehen Sie die starke Zunahme der Einlagen auf den Girokonten inklusive der Mindestreserve um knapp 180%. Wenn wir dann näher eingehen auf die Gewinn- und Verlustrechnung der ÖNB 2020, so sticht ins Auge, dass das Nettozinsergebnis sehr stark zurückgegangen ist. Knapp halbiert wurde von 681 Millionen Euro im letzten Jahr auf 374 Millionen in diesem Jahr. Wir werden auf der nächsten Folie dazu noch näher eingehen.
daher will ich es kurz dabei belassen. Weiters ist in der zweiten Zeile sichtbar das Nettoergebnis aus den Finanzoperationen. Hier hat es Verluste, insbesondere im Fremdwährungsbereich, in der Höhe von 297 Millionen Euro gegeben, die durch eine entsprechende Auflösung von dafür vorgesehenen Risikorücklagen bedeckt wurde. Netto kam es dann zu einer Neudotierung von entsprechenden Risikovorsorgen, sodass es zu einer Nettoabnahme der Risikovorsorgen in der Höhe von 72 Millionen Euro kam. Das führt weiters gemeinsam mit den Personalaufwendungen und den Aufwendungen für Altersvorsorgen, dem Sachaufwand etc. Zu einer Summe von Aufwendungen von 418 Millionen Euro, und das ergibt ein Geschäftsergebnis von 9,8 Millionen Euro und nach Abzug der Mindestkörperschaftssteuer, die in diesem Jahr fällig ist, einer Zuführung zur Pensionsreserve, die gesetzlich geregelt ist, sowie dem auch gesetzlich geregelten Gewinnanteil des Bundes in der Höhe von 7,9 Millionen Euro, führt das zu einem Bilanzgewinn von ungefähr 1 Million Euro. Ich will nun näher auf die größte Veränderungsposition in der G&V eingehen, nämlich auf das Nettozinsergebnis. Hier sehen Sie in den gelben Balken die Nettozinserträge aus den Euro- und Fremdwährungsveranlagungen, die relativ stabil, leicht zurückgegangen, aber relativ stabil ist im Vergleich zu den Vorjahren. Bei den Wertpapiergeschäften für geldpolitische Zwecke sehen Sie schon einen Rückgang der Erträge, die daraus lukriert werden konnten, und bei den Einlagen aus der Mindestreserve, Einlage aus der, ja, von mindestreservepflichtigen Instituten sehen Sie natürlich die Zunahme, weil dort ja, wie schon zuvor erwähnt, die Einlagen stark gestiegen sind. Jedoch belastet wird das Nettozinsergebnis sehr stark durch die längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte. Diese 370 Millionen Euro, die in der Folie angeführt sind, lassen sich zum Großteil, nämlich zu 335 Millionen Euro, in diesem Jahr auf TLTO 3 zurückführen. Nun ein kurzer Blick noch auf die Risikovorsorgen, die die Bank zu treffen hat und auch getroffen hat. Auch hier ist das Bild relativ stabil. Wie schon erwähnt, es gibt einen kleinen Rückgang bei den Risikorückstellungen, Auflösungen in der Höhe von 296,8 Millionen, Neudotierung in der Höhe von 225 Millionen, ergibt einen Nettorückgang von 72 Millionen. Das größte Risiko, das weiterhin der Bank gegenübersteht, ist der ALM-Mismatch. Also wir haben langfristig Papiere gekauft, langfristig Papiere auf der Aktivseite liegen, und wir haben auf der anderen Seite kurzfristige Zinsverpflichtungen. Wenn zum Beispiel Zinsen steigen würden, dann würden natürlich diese jetzigen Einnahmen dann wieder auch zu Verpflichtungen werden, und es könnte das Ergebnis sich da verschlechtern. Dieser ALM-Mismatch ist ein Risiko, dem sich die Bank dauerhaft natürlich gegenüber sieht. Die nächste Folie zeigt die historische Entwicklung der Geschäftsergebnisse. Sie sehen ganz rechts sehr, sehr kleine Balken. Das ist das Geschäftsergebnis des Jahres 2020. Wie schon erwähnt, wie auch schon erwähnt in den Vorreferaten, ist die Summe der letzten Jahre, die Sie hier zum Beispiel auf der Grafik sehen, ist 2,8 Milliarden Euro. Das ist das, was der Bund, also der 90-prozentige Gewinnanteil der ÖNB, was der Bund seitens der ÖNB lukrieren konnte. Vielleicht noch eine Folie zu den Personal- und Sachaufwendungen. Die Sachaufwendungen, das sind die orangenen Balken, die steigen leicht. Im Wesentlichen, also steigen leicht, sie befinden sich genau im Median der letzten hier gezeigten Jahre. Im Wesentlichen lässt sich der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr auf ein Sonderprojekt zurückführen. Das ist die Garagenrenovierung, die wir im Zuge der Schwa
Denkmalerrichtung vornehmen und eine Weiterverrechnung von Banknotenlieferungen an die belgische Nationalbank, der aber Erträge in der ähnlichen Höhe von 6,1, also 6,5 Millionen Euro gegenüberstehen. Der Personalaufwand hat um 3,1% zugenommen. Der Stand am Personal ist mehr oder weniger stabil. Jetzt möchte ich noch ganz kurz auf das Portfolio, auf die Eigenveranlagungen der Bank eingehen. Sie sehen hier einen kurzen Überblick. Typischerweise für eine Notenbank haben wir sehr viel in Gold veranlagt, 37%. Die zweite, auch typisch für eine Nationalbank, die zweite große Assetklasse, die wir bei uns im Portfolio haben, sind Staatsanleihen und dann andere Schuldverschreibungen, besicherte Schuldverschreibungen. Aber wir halten auch, das ist der kleine grüne Balken, auch Aktien im Portfolio. Ganz wesentlich ist bei unserer Veranlagung, wir kaufen Papiere, die sehr liquide sind und mit auch einer entsprechenden Sicherheit ausgestattet sind, da wir einen wichtigen öffentlichen Auftrag haben und hier mit großem Bedacht und Vorsicht vorzugehen haben. Lassen Sie mich noch ganz kurz auf zwei Folien zurückblicken, auf die Entwicklung der Finanzmärkte im letzten Jahr. Sie sehen hier die jeweils in den drei Grafiken jeweils die letzten beiden Jahre. Sie sehen ganz eindeutig, es war ein Jahr, das Jahr 2020, das stark geprägt war von sehr hoher Volatilität, von sehr bewegten Finanzmärkten, von starken Ausschlägen auf Kursen zuerst nach unten, dann einer großen Erholungsphase. Das sind die Aktien insbesondere rechts, aber wir haben das auch im Fixed-Income-Bereich, sowohl bei Staatsanleihen als auch bei Unternehmensanleihen, wo es direkt als Reaktion auf die Krise, auf die Unsicherheit der Pandemie entsprechende Reaktionen der Märkte gab, aber auch adäquate Antworten seitens der Zentralbanken eigentlich weltweit. Natürlich ein weiterer Krisenindikator und der ist für uns sehr wichtig, ist das Gold. Sie sehen hier, die Goldpreise sind stark angestiegen. Der Goldpreis ist stark angestiegen und nimmt seit ungefähr Jahresmitte letzten Jahres dann leicht wieder ab und hat etwas nachgegeben. Wie Sie sicherlich noch wissen, letztes Jahr gab es ziemlich zeitgleich zum Ausbruch der Pandemie auch Verwerfungen auf den Rohölmärkten, die diesen Rückgang am Rohölmarkt dann nochmal verstärkt haben. Und man sieht sehr schön die entsprechende Korrelation dann auch zu den Inflationserwartungen in der Grafik rechts. Soweit meine Ausführungen und ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, die Herren. Aber ich glaube, wir haben noch zwei Folien, die den... Bitte, Herr Gouverneur. Zum Abschluss möchten wir Ihnen auch noch zwei Folien zeigen, die ein bisschen ein Gefühl dafür geben, wie operativ dieses Jahr durchgeführt werden konnte. Was diese Grafik zeigt, ist die Anwesenheit oder genauer gesagt die Nichtanwesenheit im Homeoffice durch die Belegschaft der ÖNB. Wir sind als einer der ersten Firmen in Österreich sehr rasch in den vollen Homeoffice gegangen im ersten Lockdown. Nur die Bereiche, wo eine absolute Anwesenheit notwendig war, im Bereich des Zahlungsverkehrs, aber auch in der Bargeld und einigen anderen kleineren Bereichen, haben wir eine physische Präsenz gehabt. Das hat es uns erlaubt, als zweiter Punkt, jegliche Clusterbildung innerhalb der ÖNB zu verhindern. Ich glaube, das war auch ein sehr, sehr großer Erfolg. Und uns ist es auch gelungen, in der letzten Zeit dann durch sehr frühes Testen unserer Belegschaft, die hereingekommen ist, diesen Rekord weiter aufrecht zu erhalten. Und was Sie hier sehen bei den Homeoffice, zeigt die Bewegung im Rahmen der Lockdowns. Vollständiger Homeoffice fast, dann wieder Split-Teams in der Mitte des letzten Jahres wieder bis zum Homeoffice zurück. Ich würde sagen, wir möchten damit auch der gesamten Belegschaft der ÖNB, die schon angeklungen, sehr herzlich für den Einsatz danken und auch den Technikern, die ermöglicht haben, diese Homeoffice so durchzuführen. Und die letzte Grafik bitte, Herr Dr. Steiner.
Dankeschön. Ich will das fortsetzen. Erstens mit einem Herausstreichen der großen Innovationskraft und der Flexibilität, die die Nationalbank auch in diesem Jahr und ihre Mitarbeiter an den Tag gelegt haben. Es gab schon vorher Homeoffice und es gab schon vorher virtuelle Meetings, aber inzwischen ist das wie in vielen anderen Unternehmen in Österreich zum Standard geworden. Unsere Technik, unsere IT war da sehr flott und sehr flexibel und sehr gut und alle anderen Mitarbeiter natürlich auch und haben sich dann sehr rasch Ende Februar, wie das Homeoffice ganz stark ausgeweitet wurde, auf die neue Situation umgestellt. Im Peak waren 95% im April letzten Jahres zu Hause und haben von zu Hause aus gearbeitet. Manche Arbeiten lassen sich nicht im Büro erledigen, lassen sich nur im Büro erledigen. Diese Mitarbeiter mussten auch zur Hochzeit der Krise im Büro erscheinen. Wir haben dann im Herbst Grippeimpfungen durchgeführt. Das war ein erster Testlauf auch für Impfungen, für die Corona-Impfungen, wenn sie dann kommen werden für die Bank. Wir haben, weil uns Testen ein großes, wichtiges Thema ist, wir haben eine Teststraße aufgebaut. Wir wurden dabei unterstützt von einem externen Dienstleister und wir haben sie auch in unserem eigenen Gesundheitszentrum, das auch extern betrieben wird, durchgeführt. Dies war durchaus erfolgreich. Wir haben rund 150 Testungen von Personen pro Woche in den kritischen Bereichen, die anwesend sein müssen. Diese Tests werden seit Jänner durchgeführt. Sobald es zu einer Ausweitung der Anwesenheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommt, werden wir natürlich auch hier die Testkapazitäten weiter nach oben fahren. Und ich kann nur sagen, dieses Testkonzept ist sehr erfolgreich und wird auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr gerne und sehr gut angenommen. Und ich glaube, es ist ein Beitrag, wo die ÖNB als Unternehmen sich hier einklinken kann in die Kette gegenüber der Krise und der Pandemie. Und wir bereiten uns auch intensiv vor auf die Impfaktion. Sobald wir als kritische Infrastruktur dafür vorgesehen sind, zu impfen, stehen wir bereit und wir planen und bereiten uns entsprechend dazu vor. In den beiden Grafiken rechts sehen Sie, wie digital und wie innovativ die ÖNB reagiert hat auf die Krise und wie wir uns umgestellt haben, unsere Arbeitsweise, unseren Arbeitsalltag umgestellt haben. Und hier gilt, was der Gouverneur schon zuvor erwähnt hat, ein ganz großes Danke an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, jene, die zu Hause waren und diesen neuen Arbeitsalltag von zu Hause erledigt haben und jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Bank waren und trotz der Krise gewissenhaft, sorgfältig und nachhaltig ihren Dienst versehen haben. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, die Herren. Ich darf jetzt dann die Fragerunde eröffnen und bevor ich das tue, möchte ich noch einen Satz sagen, also für die Öffentlichkeit. Alle Personen, die also hier heute anwesend sind, sind selbstverständlich also getestet worden vorher. Und wir halten natürlich alle den Abstand ein, den es einzuhalten gilt. Und zwischendurch werden auch Masken also wieder aufgesetzt. Zur Fragerunde brauche ich, glaube ich, nicht sehr viel erklären, liebe Kolleginnen und Kollegen der Medien. Sie kennen das. Sie heben die Hand virtuell. Und ich werde also hier auf meinem Schirm durchscrollen und sehen, wer die Hand gehoben hat. Und Sie werden dann freigeschaltet. Und wir suchen dann, dass Sie also Ihre Frage stellen. Ich werde Sie aufrufen. Und wenn Sie die Frage gestellt haben, bitte wieder also diese Deaktivierung also der Hand, damit ich weiß, dass diese Frage für Sie erledigt ist. Und die erste, die ich sehe, ist die Frau Barbara Lengauer von der APA. Frau Lengauer, bitte. Hören Sie mich? Ja. Bitte sehr. Ja, grüß Gott. Ich hoffe, man hört mich. Herr Gouverneur, Sie haben über die Inflation 2020 geredet, über die Entwicklung. Können Sie vielleicht auch etwas zur Inflationsentwicklung im heurigen Jahr sagen? Es kommen ja teilweise schon Sorgen auf, dass die Inflation anziehen könnte heuer. Wie sehen Sie das? Wie sehen die Schätzungen der ÖNB hierfür aus? Danke vielmals für die Frage. Die Inflation wird in diesem Jahr höchstwahrscheinlich durch eine kurzfristige Erhöhung gekennzeichnet sein. Das wird dann der Fall sein, wenn der Lockdown aufgehoben wird und hoffentlich die Wiederbelebung stattfindet. Dann wird das wahrscheinlich stattfinden, was vielfältig in Österreich auch sonst erwartet wird, dass die Bereiche, die bisher
keine Nachfrage kannten, gerade in den Dienstleistungen eine sehr hohe Nachfrage haben werden, die unter Umständen auch auf ein verkürztes Angebot treffen wird. Und damit ist es unausweichlicher, dass hier Preisveränderungen stattfinden. Es gibt auch andere Bereiche, wo Preisveränderungen stattfinden können. Wo sie genau sein wird, ist noch unklar. Es gibt aber eine Fülle von Informationen, dass die Preise von Vorprodukten aus Grund von Beschränkungen oft sehr stark steigen. Wie weit sich das niederschlägt dann in den Preisen der Endprodukte, das ist noch zu bestimmen. Generell gilt von Seiten der makroökonomischen Rahmenbedingungen, dass derzeit keine Veränderungen in der langfristigen Inflationsprognose für den Euroraum gesehen wird. Das heißt, die Inflation für 2022 und 2023 bleibt moderat unterhalb der 2%, aber 2021 und Beginn 2022 ist ein Anstieg, vielleicht sogar über 2%, durchaus möglich. Vielen Dank, Herr Gouverneur. Die nächste, die ich auf der Liste habe, ist Jana Randow von Bloomberg. Jana, bitte. Guten Morgen. Ich habe eine Frage für den Gouverneur und auch eine Frage für den Herrn Haber. Vielleicht fangen wir mit der Frage für Herrn Holzmann an. Herr Holzmann, die EZB hat in der letzten Woche unter ihrem PEP-Programm reichlich 20 Milliarden Euro an Anleihen gekauft. Was mich interessieren würde, ob das der signifikante Anstieg ist oder ob das auch die Rate ist, mit der man in den nächsten Wochen rechnen kann. Das wäre die eine Frage. Und die Frage für den Herrn Haber wäre, dass das Finanzmarktstabilitätsgremium vor systemischen Risiken in der Gewerbeimmobilienfinanzierung gewarnt hat. Und mich würde interessieren, ob Sie ein bisschen mehr dazu sagen können, wo genau diese Risiken bestehen und ob vielleicht sogar das Risiko von oder ob Sie vielleicht sogar Klumpenrisiken sehen. Dankeschön. Herr Gouverneur, bitte. Danke für die Frage bezüglich des BEPS und des Ankaufprogrammes. Wie in der Entscheidung, die letzte Woche auch dann von der Präsidentin kommuniziert wurde in der Pressekonferenz, hat der Rat beschlossen, im kommenden Quartal, also im zweiten Quartal, den Ankauf zu erhöhen. Das war eine Entscheidung und eine Reaktion darauf, die Veränderung der langfristigen Zinssätze in Europa. Und die Überlegung war dahinter auch, wie Sie ja wissen, die Verpflichtung, die wir eingegangen sind, dass wir die favorablen Finanzbedingungen aufrechterhalten wollen. Das heißt, es nicht erlauben, dass eine zu hohe Preiserhöhung des Zinspreises einen Aufschwung behindert herzustellen. Daraus kann keine Schlussfolgerung gezogen werden über die Zukunft, denn wie Sie ja das in der Pressekonferenz auch mitbekommen haben, das hängt von den Bedingungen ab, die dann sehr dann jeweils besonders beurteilt werden. Und wie Sie auch wissen, ist ja vorgesehen, dass das BEP-Programm 2022 im März endet, so die Bedingungen, wie wir sie derzeit sehen, sich einstellen und wir einen Aufschwung im Herbst haben. Herr Vizegouverneur. Ja, danke für die spannende Frage. Ich möchte kurz ein bisschen ausholen, im Bereich der privaten Kreditfinanzierungen sehen wir sehr stark, dass die Konsumkredite zurückgegangen sind, während die Wohnimmobilienkredite, die privaten Wohnimmobilienkredite sich weiterhin sehr starker und auch gestiegener Nachfrage erfreuen. Bei den Unternehmen auf der anderen Seite sehen wir, dass die Investitionskredite zurückgegangen sind. Das liegt an den Erwartungen in einer Pandemie. Gleichzeitig die Betriebsmittelkredite, aber auch die staatlich garantierten Instrumente stark gestiegen sind. Was die Gewerbeimmobilienfinanzierungen betrifft, da ist aufgrund der pandemischen Situation dieser Markt von großen Unsicherheiten
betroffen. Einerseits geht es um die Frage, wie entwickelt sich nachhaltig dann das Thema Homeoffice, wie entwickelt sich auch jetzt kurzfristig der Bedarf an Gewerbeflächen, Schlagwort Öffnungen, Schließungen des Handels und Ähnliches. Also hier sind wir determiniert durch die pandemische Situation, die eben zu Risiken auch in der vor allem Nachfrage nach Gewerbeimmobilien führt. Dazu kommt auch das Thema Nachhaltigkeit, das voraussichtlich aber insbesondere Immobilien des Altbestandes stärker trifft als Immobilien des Neubestandes. In Summe ist der Gewerbeimmobilienbereich ein Bereich, der international verstärkte Aufmerksamkeit bekommt und auch bei uns in Österreich. Hervorzuheben ist auch, dass es da eine Initiative gibt, der ÖNB, im Hinblick auf die Verbesserung der Datenlage, und wir an einem Projekt arbeiten, einen Gewerbeimmobilienpreisindex auch in den nächsten Monaten bzw. im nächsten Jahr dann in einer noch höheren Datenqualität auch zu erarbeiten. Das deckt sich auch mit den Empfehlungen der internationalen Institutionen wie IMF. Das heißt, das Gewerbeimmobilienthema ist nicht abgekoppelt zu betrachten von den internationalen Märkten, ist in Österreich sehr ähnlich. Und es ist eben gekennzeichnet durch Unsicherheiten, weniger durch eine jetzt vorhersehbare schlechte Entwicklung als eben durch die Frage, wir wissen nicht genau, welche Risiken hier auftreten könnten. Und daher raten wir zu einer entsprechenden Vorsicht und beobachten die Situation sehr genau. Vielen Dank. Der nächste auf meiner Liste ist der Manfred Schumi, Kronenzeitung. Manfred, bitte. Ja, danke. Ich hätte zwei Fragen. Die erste wäre, ist es gefallen, dass die Österreicher 12 Milliarden Euro Bargeld zu Hause horten? Ich hätte gerne gewusst, ist das jetzt deutlich mehr als sonst? Ist das Geld, das wir in den Brieftaschen haben, oder ist es das zusätzlich unter dem Kopfpolster liegt? Ich würde ein bisschen gerne näher erklärt. Und die zweite Sache, die Erklärung, warum das Nettozinsergebnis so stark zurückgezogen ist, die habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Kann man das ein bisschen deutlicher erklären? Was ist dieses Telco 3 und warum ist bei Fremdwährungen so ein hoher Abschreibebedarf? Das ist für mich nicht ganz verständlich gewesen. Danke. Herr Dr. Schock, können Sie die erste Frage gleich beantworten? Bitte sehr, danke. Also die erste Frage betrifft das Volumen, das von den Haushalten privat zu Hause an Bargeld gehalten wird. Und das war in Österreich immer schon ein sehr hoher Betrag. Der war vor der Krise schon etwa 10 Milliarden Euro. Und in der Krise, in dieser kritischen Zeit, eben am Beginn der Krise im Vorjahr, sind noch einmal circa 2,5 Milliarden Euro dazugekommen, sodass derzeit der Gesamtbetrag, den die Österreicherinnen und Österreicher zu Hause halten, etwa 12 bis 13 Milliarden Euro ausmacht. Vielen Dank, Herr Dr. Steiner, zum Zinsergebnis. Zum Nettozinsergebnis, das war die Folie 27, wenn man das kurz nochmal herzeigen kann, das wäre super, bitte. Ja, bitte. Ja, da sehen Sie, ob... Noch nicht. Da sehen Sie noch nicht, aber gleich. Die gelben Balken, das ist der Nettozinsertrag aus Euro- und Fremdwährungsveranlagungen. Dort hat es einen Rückgang gegeben von 279 auf 253 Euro. Das Millionen Euro, das ist Folie 27. Ja, genau. Das sehen Sie oben, das ist so, was der Schaden nach rein auf der Zinskomponente aus der Eigenveranlagung ist. Die dunkelblauen Balken, 274 Millionen Euro in diesem Jahr, das sind die geldpolitischen Geschäfte in Form von Wertpapierankäufen. Was die Rendite darauf war, da ist es so, dass Wertpapiere inzwischen sozusagen ja schon älter werden und die Renditen schon sehr lange sehr niedrig sind und vielleicht etwas höher rentierende Papiere ausgelaufen sind, durch vielleicht sogar negativ rentierende Papiere ersetzt wurden. Daher geht logischerweise der Nettozinsertrag aus dieser Komponente zurück. Was zugenommen hat, ist dann der hellblaue Teil des Balkens, die 217 Millionen. Das sind die Einlagen, die Geschäftsbanken bei uns machen und dafür 0,5% typischerweise zahlen müssen. Dort hat es eine Zunahme gegeben, vor allem deswegen, der Zinssatz ist ja unverändert geblieben, aber vor allem deswegen, weil das Volumen sehr stark angestiegen ist und der größte
Rückgang sozusagen oder der größte Aufwand, der entstanden ist im Jahr 2020. Sie sehen es historisch auch herausstechend, sind die längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte. Das waren in den Vorjahren die Teltros 1 und 2 vor allem und ist in diesem Jahr 2020, die Teltros 3 gewesen. Und von den hier notierten 370 Millionen Euro gehen 335 Millionen allein auf die Teltro 3 zurück. In Summe sind zu Beginn des Jahres 2 Milliarden Euro von den Teltros 3, weil das Teltro 3-Programm ja schon vorher gestartet hat, 2,8 Milliarden Euro in unseren Büchern gewesen. Mit Jahresende waren es 66,7 Milliarden Euro die Nominale, das Gesamtvolumen. Könnt ihr mal auf Deutsch bitte erklären, was Teltro ist? Das kann kein Mensch verstehen. Also zumindest bei unseren Lesern nicht. Ja, die Überlegung dahinter, Teltro, ist, den Banken Anreize zu geben, Geld an den Unternehmenssektor zu leihen. Und hier war man der Meinung, dass es nicht erreicht, nur geringe Zinsen oder Nullzinsen zu haben, sondern diese Verleihen auch noch zu subventionieren, unter der Bedingung, dass es zu einer Ausweitung des Geschäftes kommt. Also nicht, dass man das Bestehende substituiert. Das kann, Geld, da hat kein Marschall, auch passieren, aber die Hauptzielsetzung ist dabei, neue Kredite zu vergeben. Und diese Kredite, wenn man so will, sind sehr stark, aber nicht ausschließlich auf den kleinen und mittleren Unternehmensbereich gerichtet. Und die waren sehr erfolgreich, denn die Nachfrage der Banken nach den Krediten waren sehr hoch. Nachdem die Kreditausweitungen ja dann in Folge stattfindet, wurde ein Teil des Geldes auch noch in der Zwischenzeit bei der EZB auch dann hinterlegt dabei, nicht? Und das hat den Banken auch gut getan von ihrer Seite heraus. Und die Ausleihungen sind insgesamt von ökonomischen ein Erfolg gewesen. Es war, wenn man so will, ein neuer Schritt, ein neues Instrument, das aber in Österreich, wenn man auch auf den Schilling zurückgeht, nicht ganz so neu war. Auch in der Vergangenheit wurden, wenn man so will, subventionierte Kredite über die Zentralbank und nicht über das Finanzministerium abgewickelt, weil man den Banken die Möglichkeit geben wollte, hier die Entscheidungen zu treffen anstelle von Bürokraten. Vielen Dank. Manfred, passt das? Ja, das passt, danke. Zuvor würde ich noch fragen, diese 12 Milliarden bei den Haushalten, ist das jetzt das Geld, das jeder auch im Börsel hat für die täglichen Ausgaben oder ist das, was er, keine Ahnung, unter dem Kopfpolster liegen hat oder kann man das nicht trennen voneinander? Naja, der Gouverneur hat schon gesagt, das Geld hat kein Marschall, aber grundsätzlich ist das Letztere, nicht? Diese 12 Milliarden ist der Betrag, den die Österreicherinnen und Österreicher wirklich bei sich zu Hause haben und nicht für den täglichen Einkauf benötigen, sondern das ist das Sicherheitspolster zu Hause. Ja, danke. Der Nächste, der sich zu Wort gemeldet hat, Herr Kamil Kowalczyk, die Presse. Herr Kowalczyk. Ja, guten Tag. Ich hätte eine Frage an den Herrn Gouverneur und zwar bezüglich der Insolvenzen, die ja 2020 niedriger waren, als sie ja, natürlicherweise sein sollten und offenbar auch heuer nicht allzu hoch sein werden, wenn man sich ein bisschen umhört. Das passt doch irgendwie nicht mit der größten Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit zusammen, oder? Und meine Frage wäre eben, wann wird das nachgeholt und ob der Staat tatsächlich auch alles auffangen kann? Ja, bitte. Machen wir. Nun, was gemacht wurde, bitte vorgehen, das müsste... Ganz vorne. Ganz vorne. Ich kann es Ihnen sofort sagen, wo das ist. Das ist die 8. Acht, genau. Was Sie hier sehen, ist was stattgefunden hat, das hellblaue. Und im ersten Teil, im ersten Drittel links, was stattgefunden hätte, wenn nichts passiert wäre. Das heißt, dieser Teil wurde verhindert.
in dem unterschiedlichste Maßnahmen, die ja bekannt sind, der Stundungen und stattgefunden haben. Jetzt sind wir am Beginn von 2021 und was passiert ist, dass nach dem ersten Quartal einige Dinge ausläufen, was jetzt bedeutet, dass jetzt die Insolvenzen kommen. Einige ist noch nicht ganz bestimmt, ob der Kurzarbeit und so weiter ganz ausläuft oder noch verlängert wird, ist noch unbestimmt, aber das war der Informationsstand im letzten Monat. Und was man hier dann sieht, der rote Bereich ist jetzt das der Prognostizierte. Er ist geringer als der linke, nur etwas hinausgezögert dabei. Er findet viel länger statt und reicht bis 2024 da hinein oder 22, meine Brillen, danke, ich sehe es nicht so. Danke nicht. Und was Sie dabei sehen ist, nicht, was es tut, es verhindert ein Shoppen der Insolvenzen gegenüber, wie es sonst stattgefunden hätte. Und es verteilt das etwas stärker über die Zeit hinweg. Insgesamt ist der Unterschied nicht sehr groß. Und was eben passiert ist, dass eine Reihe von Unternehmen das Überleben gebracht wurde. Aber wenn man sich die Daten etwas genauer anschaut, dann findet man draus nicht, also, dass eine Fülle von Unternehmen keine Notwendigkeit haben, jetzt zum Insolvenz anzumelden, beziehungsweise einige sind ausgeschieden, ohne Insolvenz angemeldet zu haben. Das ist Dinge, die jetzt in der Grafik nicht drinnen sind, weil sie im Prozess keine Rolle spielen. Das heißt, wir sind ziemlich zuversichtlich, dass das, so wie wir es prognostiziert haben, passt. Und ich glaube, das erklärt das Puzzle, nach dem Sie suchen. Also man kann zusammenfassend sagen, dass die staatlichen Hilfen eigentlich genau richtig waren und uns durch die Krise gebracht haben und das auch auf die nächsten Jahre dann verteilt haben, die Insolvenzen, die in einem großen Ausmaß sofort passieren werden. So ist es, ja, genau. Wenn ich darf, noch eine zweite Frage. Und zwar der Vorsitzende des SSM, Andrea Henry, hat ja heute die Banken vor einem Anstieg in dieser notleidenden Kredite gewarnt und auch dazu aufgerufen, mit Übernahmen und Fusionen diese Überkapazitäten in der Bankbranche anzugehen. Kann dieser Aufruf auch für auf nationaler Ebene für Österreich bekräftigt werden? Herr Gouverneur, Herr Vizegouverneur. Vizegouverneur, bitte. Danke. Ja, kann ich gerne. Wir sehen diesen Konzentrationsprozess in Europa schon nicht nur seit der Pandemie, sondern schon davor. In der Pandemie wurde er verstärkt. Es geht da um Stärkung von Kapitalreserven, es geht um Heben von Synergien auf operativer Ebene. Also Andrea Enria beschreibt hier Prozesse, die ohnehin stattfinden. Eine diesbezügliche Empfehlung lässt sich auf einzelne Länder nicht so einfach umsetzen, zumal ja auch die Strukturen der Banksysteme hier sehr, sehr unterschiedlich sind und gerade in Österreich eine Stärke und eine gewisse Resilienz des Bankensystems auch dadurch entsteht, dass es hier regionale Geschäftsmodelle mit regional verankerten, tendenziell kleineren Kreditinstituten gibt. Also ich würde das nicht eins zu eins umlegen auf Österreich. Vielen Dank. Okay, danke sehr. Vielen Dank, Herr Kowalczyk. Der nächste am Wort ist der Herr Michael Bachner, Kurier. Michael, bitte. Hallo, können Sie mich hören? Grüß Gott. Ja, wir können dich gut hören. Sehr gut. Ich wollte nochmal zurück, das war mir zu schnell, beziehungsweise die Folie zu klein auf dem Laptop, nicht zu sehen. Die jüngste Prognose für das heurige Jahr hätte mich nochmal interessiert, wie viel Wachstum die Nationalbank jetzt erwartet, lieber Herr Gouverneur vielleicht. Und bezugnehmend auf die 40 Milliarden, die die Krise letztes Jahr gekostet, also vergangenes Jahr gekostet hat, gibt es auch eine Schätzung über 2020 plus 2021. Es gab schon Summen von bis zu 100 Milliarden, die da genannt worden sind. Was sagt die Nationalbank? Bitte die Folie 7. Genau, das ist die Folie, wo auf der rechten Seite die Tabelle unsere Schätzungen an den jüngsten Updates zeigt, nicht? Und die verweist jetzt, wenn man hier die Baseline hernimmt, dass wir derzeit eine Wachstum von 2,2% vorsehen
Und das geringere Wachstum gegenüber dem ursprünglichen Wachstum wird teilweise dann 2022 nachgeholt, wo das so 5,5 hinaufgeht, anstelle der 3,5, sodass letzten Endes die Veränderung aus der jüngsten Prognose gegenüber der Dezemberprognose nur ein Rückgang von 0,2% ist. Das betrifft die Wachstumspfade unter der Annahme, dass, wenn man so will, der jetzige Lockdown nicht zu lange dauert. Sollte er doch länger dauern, dann kommen wir wahrscheinlich in das rechte Szenario, oder könnten wir, wenn das Lockdown etwa bis zum Sommer oder inklusive Sommer dauert, könnten wir das rechte starke Szenario kommen, wo es zwar am Ende, kurz vor Jahresende, auch wieder einen Anstieg kommt, aber die Zeit dorthin würde dann durch ein wesentliches Nullwachstum gekennzeichnet wäre, aber mit einem noch stärkeren Wachstum von 6,8% im Jahre 2023. Das ist der erste Teil der Frage gewesen. Der zweite Teil war die Frage, die 40 Milliarden. Was wir hier genau gesagt haben, das war die Schätzung zwischen Mitte März 2020 bis Mitte März 2021, also nicht der gesamte Teil, der hier aufgeführt wurde. Das betrifft den BIP-Verlust. Die 100 Milliarden, die Sie gehört oder gelesen haben, ich glaube, Herr Schellhorn hat sie gebracht, der hat den Wachstumsverlust auf der einen Seite und das höhere Budgetdefizit unter der Annahme, dass das wieder zurückbezahlt wird, zusammenaddiert und gesagt, das ist das, was wir weniger haben. Auch wenn wir jetzt mehr haben, irgendwann müssen wir den Rest zurückbezahlen. Und daher kommt das zustande. Und da ist er auf die 100 Milliarden gekommen. Das heißt, der reine Wachstumsverlust wäre geringer, aber zu denen kommt etwa in der Größenordnung etwa von 30, 40 Milliarden dann noch das erhöhte Budgetdefizit dazu, abhängig davon, welche Prognose man dazu heranzieht. Passt das? Michael? Ja, danke. Okay, vielen Dank, Herr Gouverneur. Ich habe jetzt keine weiteren Fragen mehr. Das ist vielleicht jetzt dann die Kolleginnen der Medien die letzte Chance, also noch einmal die Hand zu heben. Ich sehe aber das nicht, das ist nicht der Fall. Dann kann ich die Pressekonferenz also hier beenden. Ich bedanke mich bei den Herren also für diese Präsentation. Ich bedanke mich bei den Medien also für ihre Teilnahme. Ich bedanke mich bei den Zuschauern, die also via Internet bei uns dabei waren. Und für alle, die also noch Informationen brauchen, darf ich Sie darauf hinweisen, auf unserer Homepage finden Sie alle diese Informationen natürlich ganz gut sichtbar auf der Startseite mit dem dahinterliegenden Geschäftsbericht und allen Grafiken und allen Informationen, die Sie brauchen. Und dann darf ich Ihnen allen noch einen schönen guten Tag wünschen und bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.